Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, Gottschott, und heute sind wir beim Super Hammer PC-Umbau Teil 3. Wenn ihr sehen wollt, wie professionell, wie man perfekt einen alten PC in ein neues Gehäuse im Endeffekt umbaut, um daraus vielleicht einen Streaming-PC zu machen, dann, meine Freunde, seid ihr hier komplett falsch. Ich werde das einfach so reinprügeln, beziehungsweise so reinbauen, dass das schick aussieht, nach bestem Wissen und Gewissen, mit Teilfachwissen, soweit es geht, ohne möglichst irgendetwas zu beschädigen und trotzdem im Endeffekt das Beste aus dem Ganzen rauszuholen, was ich so zur Verfügung habe. Und ich habe da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ich musste im Endeffekt mich ein bisschen um Kühler kümmern, beziehungsweise habe ich ja einfach die Kühler aus dem alten Gehäuse rausgenommen. Und ich möchte euch da mal kurz was zeigen. So, ich hatte vor, dann die Kühler von Cooler Master im Endeffekt, die ich im alten drin hatte, zu verbauen. Die sehen denn, die sahen so aus, liebe Freunde. Okay, und natürlich geht das so nicht, auf gar keinen Fall. Und ein bisschen sauber gemacht und so, ne? Und am Ende sehen die dann wieder so aus, ne? Nicht mehr das Schickste, nicht mehr das Neueste, aber relativ sauber. So, und das jetzt erstmal, und das wird jetzt erstmal der erste Punkt sein, den ich hier machen werde. Das heißt, die Kühler einbauen. Dafür habe ich dann im Endeffekt jetzt schon mal das Frontpanel vom Gehäuse abgenommen, aber mehr dazu in einer anderen Kameraperspektive, sodass ihr auch seht, was ich hier mit der Handys tue und so. Ja, liebe Freunde, damit ihr es überhaupt sehen könnt, was ich hier mache, muss ich das jetzt so ein bisschen beschissen umbauen. Kein Stativ für die Webcam, nichts, gar nichts. Ich benutze jetzt gerade meinen Monitor. Und ihr seht ja jetzt im Endeffekt hier erstmal das Frontpanel und genau dort möchte ich euch ja erstmal zeigen, wo ich die Lüfter bzw. den Lüfter anbringe. Ich bin mir jetzt noch ein bisschen unsicher, wo genau ich was hinpacke. Ja, liebe Freunde, was ich noch ziemlich geil finde, und zwar möchte ich ja jetzt hier die Kühler. Ich habe mir jetzt entschieden, hier die Kühler dran anzubringen bzw. den Kühler. Und jetzt ist das Problem, ich habe an den Kühlern folgendes Problem: Ich habe diese Nupsis dran. Ja, die sind eigentlich ja bei dem letzten Gehäuse dafür gewesen, ne? Durchziehen durch diese Löcher und dann halten die fest. Ne? Das ist so, auch so ein kleines Easy-Lift-System oder Easy-Change-System, denke ich mal. Und jetzt dachte ich schon, ich muss auf Kabelbinder zurückgreifen, damit ich das hier ordentlich durchfädeln kann. Nein, was mit dem Lieferumfang enthalten ist, sind diese kleinen Schrauben. Er stellt es scharf. Nee, doch nicht. Okay, ihr seht das jetzt. Jetzt seht ihr das, da ist ein kleines Gewinde nur und das kann dann hier im Endeffekt ran. Ja, das machen wir jetzt auch direkt mal, das heißt, dass wir den Kühler direkt anbauen. Ich habe da schon mal was vorbereitet, so muss das, damit das Kabel hinten durchflutschen kann. So, genau, hier kann das dann durch. Ich muss das jetzt hier gerade mal so ein bisschen, damit ich am Ende kein Problem mit dem Kabel habe, wenn ich es am Ende dann benutze. So, gut, das haben wir richtig rum und schon geht die erste Schraube rein. Na? Keine feuchte Stelle, da ist halt schon wieder ein bisschen schwer mit dem Loch finden, ne? So, komm, Rainer. Numero uno fest. Wahnsinn, ich habe echt gedacht, ich muss hier wunder was mit Kabelbindern jetzt anstellen. Ich habe hier alles schon bereit liegen. Aber nein. Thermaltake nimmt mir da echt einiges ab. So, ihr seht, beide Kühler sind fest drauf. Dann kann ich jetzt das Ganze einmal hinlegen, damit wir uns dem Mainboard widmen können. So, hier haben wir jetzt das ganze Kabelgewirre. Das erstmal rauslegen. So. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wie lege ich das und mache ich das hier alles am besten?
Na gut, als allererstes müssen wir erstmal die Distanz, diese Distanzstücken auf jeden Fall einpflegen, weil wir im Endeffekt ein großes Board haben. Dann brauchen wir diese Dinger hier, diese kleinen. Die müssen wir hier auf die dafür vorgesehenen Stellen erstmal draufschrauben. So, von den Vorbereitungen fürs Mainboard ist jetzt eigentlich erstmal alles getroffen, wenn ich das so richtig sehe. Ansonsten sind nämlich die Distanzhalter überall verbaut. Dann werde ich jetzt einmal das Mainboard draufsetzen. Ja, passt auf den Distanzhaltern, die Löcher passen da. Jetzt nehme ich mir gleich erstmal die beschissenste Schraube vor, die wir haben. Okay, liebe Freunde, die Schraube hat sich verabschiedet gerade. Nehme ich mal die nächste und die andere muss ich dann gleich ein bisschen rausschütteln. Solange natürlich noch keine Festplatte drin ist. Wo ist denn jetzt der Schraubenzieher? Der liegt auch da hinten drin. Ach du Scheiße. So, ihr merkt, das ist alles sehr professionell hier. Kleine Birne wieder. Leute, sie greift. Sie greift und mein Schädel war vor dieser Kackkamera. Tut mir leid, sie ist fest. Das passt. Gut. So, die nächste befindet sich direkt daneben. Aber die werden wir zum späteren Zeitpunkt rausholen. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich die eine da wieder rauskriege. Nun, meine Freunde, alle Schrauben sind dran. Jetzt geht's um die Verkabelung. Das heißt, ich muss jetzt schon mal zusehen, dass ich die Kabel ordentlich lege. Als allererstes ziehe ich mir mal ganz kurz die Kabel vom Lüfter, von den beiden Lüftern nach vorne weg. Dass die möglichst so. Jetzt haben wir unterschiedliche Längen. Der hier muss dort rechts ran, das seht ihr ja gerade gar nicht, das tut mir jetzt leid. Und der andere, der muss hier vorne, das passt gerade so, also ich habe da wirklich nicht mehr viel Luft. Da muss ich jetzt zusehen, dass ich das echt gut hingedeichselt kriege hier. So, liebe Freunde, ein Fitzelstückchen konnte ich noch ergattern. Stecken wir dann auch mal hier rauf. Der erste Channel Fan ist verkabelt. Das sieht jetzt natürlich auch wieder sehr scheiße aus. Ich probiere das mal schicker zu machen, dass ich das hier nicht so, dass es nicht so offensichtlich liegt. Aber ich glaube, das kriege ich gar nicht besser hin. Wenn ich das jetzt doch hier unten lang führe. Na gut, das passt dann platztechnisch. Lässt sich aber gar nicht anders machen. Ohne Lüftersteuerung muss ich das halt direkt über das Mainboard selber machen. So, hier haben wir jetzt die nächsten Kabel. Sind noch nicht dran, das wird noch ein Spaß. Und drauf gestöpselt. So, das läuft. Ihr selbst seht ja nicht großartig viel davon. Ich werde euch das natürlich am Ende nochmal alles besser zeigen. Ich weiß halt auch nicht, wie viel ihr hier gerade schon sehen könnt. Ich zoome nochmal ein Stück ran. Nein, daran komme ich mit dem Kackteil nicht. Jetzt kommen die anderen Kabels, die ich jetzt versuchen werde, hier irgendwie bestmöglich anzubringen. Diese ganzen Kabel hier, die ganzen Schlawiner haben alle ihre Punkte. Die ganzen Dinger hier muss ich jetzt natürlich noch ordentlich hier auf dem System verteilen. Also muss ich mir jetzt erstmal einen Kopf machen. Die müssen alle hier unten hin, hauptsächlich. Also werden die alle schön von, ja genau, ihr seht das hier hinten nicht richtig. Von hier oben führe ich das hier runter und komme dann im Endeffekt
hier unten in diesen Spalten wieder raus, beziehungsweise hier, um da dann anzuknüpfen. Ich hoffe, das klappt alles so. Ich werde das jetzt einmal machen. Und ihr seht das ja alles so ein bisschen ne? Schneller. Ja, liebe Freunde, das vorne seht ihr jetzt natürlich nicht. Das wäre wahrscheinlich das Interessante gewesen. Aber ich wollte euch zeigen, dass ich mir die Sachen hier hinten durchziehe. Ich ziehe das jetzt noch weiter. Ich zeige euch am Ende gleich, wie ich was wo vorne angeschlossen habe. Also nicht sauer sein, das geht hier ganz fix vorbei. Ja, liebe Freunde, ich habe das ja jetzt hinten da lang gelegt. Und zwar war ich hier, im Endeffekt musste ich raus für den USB 3 Controller. Und hier vorne, seht ihr selbst, habe ich jetzt im Endeffekt, guckt da, kaum Wirrwarr. Ich habe das jetzt durch diese Panel, durch diese Löcher da durchgelegt, von hinten schön. Und so sieht man im Endeffekt kaum was von der Kabelei. Jetzt müssen wir mal zum Netzteil kommen, dafür muss ich nochmal umbauen. Weil dann geht erst die richtig große Kabelei los und mal gucken, wie ich das mit diesem Gehäuse lösen kann. Wichtig ist natürlich auch immer, dass ihr gerade beim Netzteil guckt, ob ihr das, was ihr anschließt, auch alles braucht. Gerade in der heutigen Zeit, wo ihr auswählen könnt, was ihr ransteckt, ich zeige euch das hier, und switchen könnt, da solltet ihr echt immer gucken, dass ihr wirklich nur die nötigsten Kabelsätze anschließt und nicht auch noch Drive 3, 4, 5 anschließt, wenn ihr sie gar nicht braucht und dadurch einfach nur noch mehr Kabelwirrwarr in diesem ganzen Teil drin habt. Raubt dem Ganzen natürlich irgendwo auch die Frischluft und macht das Ganze drin nochmal enger. Und so staut sich dann die Hitze wesentlich mehr. Also wirklich immer nur das Nötigste. So, da haben wir jetzt das gute Stück. Das ist jetzt drin. Jetzt kommt natürlich die ganze Kabellage hier wieder zutage. Wo ich dann gucken muss, wie ich das hier alles verstaue. So, ihr seht im Endeffekt hier, ich habe jetzt das Kabel, das Stromkabel, das Hauptstromkabel im Endeffekt etwas versetzt über das Diskettenlaufwerk nach oben geschoben, weil nach hinten hin wäre das definitiv nicht gut gegangen. Ich habe das gerade ein paar Mal probiert. Das wird hinten zu eng. Ich kann das mit den anderen Kabeln noch versuchen, aber das Hauptstromkabel für das Mainboard, das ist einfach zu dick, zu, wie soll man sagen, zu unflexibel. Da probiere ich dann doch lieber eine bessere Lösung mit den anderen etwas dünneren und flexibleren Kabeln zu finden.
Ja, meine Freunde, was das wieder für eine Scheiße ist. Puh, da oben das CPU-Stromkabel, ne? Das hat geklemmt. Ich sag euch das. Könnt ihr das sehen? Ich will ein bisschen rumheulen, da. Ne? Das Gehäuse hat sich in mir eingraviert. Oh, Leute. Jetzt bin ich hier am Schwitzen. Dabei ist das noch nicht mal harte körperliche Arbeit, ne? Aber das so beschissen, da oben ranzukommen, warte, ich zeige euch das. Ihr seht das jetzt, das Kabel da, geht's hoch. Damit es auch da hinten bleibt, habe ich es ja hinten rumgezogen. Ist dadurch ziemlich steif. Man kann es nicht biegen großartig. Das hätte ich vorher wissen sollen. Dann hätte ich das erst auf der Hauptplatine angeschlossen und dann einfach von da aus hinten ans Netzteil. Das wäre einfacher gewesen. Da habe ich jetzt natürlich wieder nicht dran gedacht. Und ja, wer nicht an sowas denkt, der hat am Ende die Problematik. Gut, dann können wir jetzt auf jeden Fall weitermachen. Das ist da oben auf jeden Fall schick drin. Endlich. Und dann kann es ja vorangehen. Ja, liebe Freunde. Dann nehme ich jetzt das Ding hier und hau da erstmal die Festplatte ran, so wie sie ran soll. Ja, im Endeffekt hier soll die ja rauf, beziehungsweise hier hinten einklinken. So, wenn die dann eingeklinkt ist, wenn sie das dann mal tut, hier stellt sich gerade ein bisschen störrisch an. So, jetzt ist er eingeklinkt, fest drin, perfekt also. Jetzt brauche ich sie nur noch reinschieben. So, ich schiebe die jetzt hier unten rein. Oberster Slot. Fest. Da ist sie jetzt drin. Jetzt muss ich auf der Rückseite natürlich gucken, dass ich dort im Endeffekt auch das SATA-Kabel anschließen kann. So, ihr seht schon, auf der Rückseite sieht es noch etwas chaotisch aus. Etwas dolle chaotisch. Ein bisschen höher stellen hier. So. Jetzt möchte ich natürlich da von hinten mit dem SATA-Kabel ran. Und am besten gleich beide anschließen, auch für das Laufwerk gleich. Aber liebe Freunde, das scheint kein Problem zu sein. Ich komme hier nämlich super ran hinten. Das Doofe ist, ich kann euch das alles gar nicht so gut zeigen. Ich gehe jetzt nämlich hier durch und dann bin ich schon direkt bei den SATA-Panels. Und kann dort alles sehr schön einstellen. Einstecken. Ihr seht das selbst schon, diese kleinen Markierungen hier. Ich habe jetzt hier im Endeffekt so einen Aufkleber, die man von Asus auch mit dazu kriegt. Zwischen HDD 1, HDD 2 und so weiter, dass wenn ihr mal den Überblick verliert, immer noch seht, welches Kabel führt denn jetzt eigentlich wohin. So, jetzt muss ich erstmal noch das Laufwerk oben reinknallen, damit ich das auch gleich anschließen kann. Ihr müsst nämlich wissen, ich muss das gar nicht verkabeln, ich habe hier so einen Klickmechanismus. Ich zeige euch das mal eben. Passt auf, einmal nach rechts drehen, dass ihr sehen könnt, da. Hier haben wir so eine kleine Schiene und wenn ich jetzt muss ich da vorne auch noch rankommen, wartet mal. Irgendwas passt hier jetzt nicht. Das ist die Kabel. Ja, meine Freunde, jetzt muss ich im Endeffekt noch das Datenkabel von dem Laufwerk anschließen und das Stromkabel. Gucken, wie das klappt. Okay, Leute, Datenkabel ist dran. Jetzt muss ich die Stromkabel langsam mal daran packen. Puh, so Freunde, das ist jetzt dran. Jetzt kommt Ultimatum, die Grafikkarte. Anschließen und dann ist eigentlich alles drin, was drin sein muss. Dann könnte ich den ganzen Kram wieder zusammenbauen. Ja, gucken wir mal, ne? Liebe Freunde, alles natürlich sauber gemacht, ne? Die sieht auch wieder schick aus. Andere Seite auch. Alles vom Feinsten wirklich gereinigt mit dem Staubsauger und so einem kleinen Bürstenaufsatz. Ihr kennt das bestimmt. Damit lässt sich das wirklich super reinigen.
So, dran ist er. Jetzt nur noch die restlichen Kabel anschließen, festschrauben und dann haben wir hardware-technisch alles drin, liebe Freunde, was wir brauchen. Dann ziehe ich bloß noch die Kabel ein bisschen so, wie das platztechnisch möglich ist und gucken dann unseren, wie das am Ende jetzt alles aussieht mit dem Kabelmanagement. Ja, liebe Leute, seht ihr, ich habe hier ein Kabel, das ich nicht brauche. Das hatte ich wohl mal irgendwie dran, wahrscheinlich für einen extra Lüfterplatz noch. Ich habe ja in dem anderen Gehäuse noch 2 oder 3 Lüfter mehr gehabt. Und da natürlich dafür die Stromzufuhr nicht ausgereicht haben, habe ich vom Netzteil natürlich diesen Anschluss genommen, um das dann weiter auf die dafür zugehörigen Anschlüsse zu splitten. Aber den brauchen wir nicht mehr, also kann ich den entfernen. So, raus ist er. Und schon habe ich da drin auch noch mehr Platz und weniger Kabel. Ja, meine Freunde, dann gucken wir uns das Ganze jetzt doch mal von innen an. So. Schön einmal für euch so ein bisschen schräg gestellt, damit ihr das perfekt sehen könnt. Spiegelt gerade ein bisschen wegen dem Licht. Und ihr seht selbst, jetzt hat man natürlich wesentlich mehr Platz drin. Hier hinten geht jetzt der meiste Kram an Kabelei. Geht im Endeffekt dort rein. Nichts sitzt großartig auf Spannung. Alles kann relativ frei. Alles liegt im Endeffekt immer noch frei. Und ja, so sieht das Ganze doch schon mal ein wenig anders aus, wenn man da reinguckt. Alles ist frei, viel Luft. Da kann die Luft gut zirkulieren. Jetzt werde ich das natürlich einmal umdrehen, damit ihr guckt, welchen Kabelsalat wir jetzt auf der Rückseite haben, den wir jetzt vorne hätten. Hinten haben wir jetzt die ganzen Kabel, den ganzen Schmankerl. Alles, was wir eigentlich nicht gebraucht haben, weil Kabel natürlich auch eine gewisse Länge haben, um nicht zu kurz zu sein am Ende. Diese werden wir jetzt hier einfach vorsichtig so randrücken, dass wir das Frontpanel bzw. das Backpanel wieder dran bekommen. Und schon sind die weg und kümmern uns nicht mehr. Das machen wir mal eben. So, liebe Freunde, die Seite ist dicht. Ja, liebe Freunde, so sieht das jetzt von vorne aus. Ja, dort sind die 2 Lüfter. Jetzt kommt natürlich auch noch das Frontpanel und das Seitenpanel wieder drauf und dann ist der PC soweit zusammengebaut. Ja, meine Freunde, hier haben wir das gute Stück nochmal. Genau, da ist er. So, wenn wir jetzt aufmachen, haben wir dort auch das Laufwerk drin. Uhr, so, genau da ist es. Ja, ansonsten die Front wieder komplett drauf. Die Kühler sitzen ungefähr hier in dem Bereich, also einer hier, einer da. Ihr könntet das sehen, wenn meine Kamera hochwertiger wäre, aber ist sie nicht. Deswegen kann sie das nicht so gut fokussieren. Ja, liebe Freunde, hier haben wir das Schmuckstück nochmal. Endlich fertig zusammengebaut. Da ist er. Und ja, wollt ihr euch den von innen nochmal ein bisschen angucken? Also durch dieses kleine Sichtfenster könnt ihr ja ein bisschen was sehen. Ich versuche euch das mal ein bisschen näher dran zu halten. Also aufpassen. Ja, liebe Freunde, das spiegelt natürlich, aber ihr könnt selbst sehen, dass er von innen jetzt wesentlich aufgeräumter, auch durch das kleine Sichtfenster, ups, falsche Hand, durch das kleine Sichtfenster ausschaut. Ne? Wesentlich schicker und ich mache mir da auch gar keine Sorgen, dass dort zu viel Hitze entstehen könnte. Natürlich fehlt jetzt noch der Test, ob er überhaupt anspringt. Das seht ihr gleich. Ja, liebe Freunde, wenn ihr euch jetzt fragt, wie sieht denn die andere Seite aus, wo die Kabel jetzt sind? Ja, ganz einfach, da ist so nichts mehr. Guckt da hin, da. Schick. Nichts. Gar nichts. Einfach. Schön flach. Keiner sieht das da hinten. Der ganze Kabelkram nicht. Ja, Freunde. Und jetzt geht's an den großen Test. Jetzt probieren wir mal, den anzumachen. Ja, liebe Freunde. Jetzt ist er soweit. Jetzt wird angeschlossen. Einmal Strom rein. Netzteil ist mit Strom verbunden. Den Hauptschalter betätigen. Und am Ende... Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Powerknopf ist.
Da haben wir ihn. Ich traue mich gar nicht zu drücken, liebe Leute. Und wir drücken. Ja, er läuft. Leute, ihr seht das. Seht ihr das? Hört ihr das? Ich kann auf jeden Fall von vorne ein bisschen was zeigen. Seht ihr die leichte Schwankerlbeleuchtung? Ihr seht die nicht, doch da. Seht ihr es, diese kleinen Lampen. Die sind im Endeffekt von den Kühlern. Und was natürlich auch ein richtig geiles Gimmick ist, ich zeige euch das, dann seht ihr auch, dass er läuft. Da, seht ihr das? Die rote Beleuchtung, richtig schön. Das ist ja im Endeffekt von Maximus Hero die Beleuchtung. Dadurch sehen wir natürlich das so schön elegant. Ihr seht hier auch diesen leichten Rotschimmer überall. Das ist vom Powerknopf. Und mal sehen, ob ich das jetzt besser einfangen kann, wenn ich hier näher rangehe. Hier haben wir jetzt die blaue Beleuchtung. Ja, diese kleine. Sehr markant, sehr schön, leicht, einmal frei. Ich packe euch mal wieder richtig hin. Ja, meine Freunde, da hat der PC-Umbau doch zum Glück geklappt. Und endlich sieht der Workstation-PC, Streaming-PC endlich mal nach was aus. Und ihr hört das im Hintergrund vielleicht, dieses Summen. Das ist im Endeffekt, ja, das sind die Kühler natürlich hauptsächlich. Die sind natürlich lauter als jetzt üblicherweise von einem neuen PC oder hochwertigeren PC. Aber ich habe im Endeffekt jetzt einfach das verbaut, was ich noch hatte, weil der PC lief vorher schon gut, hatte relativ gute Leistungen, wie gesagt, alle Videos damit gemacht. Und warum sollte ich so einem PC, der mir jahrelang so treue Dienste geleistet hat, einfach in einem ekelhaften Gehäuse versauern lassen? Nein, neues Gehäuse und eine neue Zukunft für den Herrn, wollte ich schon fast sagen. Ja, meine Freunde, somit sind wir am Ende angekommen. Ich bin sehr froh, dass ihr eingeschaltet habt. Bin froh, dass der Rechner läuft, dass ich endlich noch was mit dem PC anfangen kann. Und gerade euch möchte ich auch noch sagen, wenn ihr, wie gesagt, Bock habt, auch so ein Ding herzustellen bzw. selber zusammenzubauen, ihr seht, auch mit wenig Fachwissen, mit gewissen Grundkenntnissen und ein bisschen Feinfühligkeit kann man sowas auch bewerkstelligen. Also lasst euch davon nicht abschrecken, nutzt auf jeden Fall am besten immer einen kleinen Ratgeber zu oder belest euch vorher schön und dann macht euch selber ans Werk, überhaupt gar kein Problem. Sucht es einfach selber. Ihr seht es jetzt gerade selbst auch, ich habe das mit dem Kabelmanagement auch nicht professionell hinbekommen, aber der Rechner sieht schick von innen aus. Er ist frei, er hat genug Lüftung. Alles in Eigengebau, ohne dass ich das jemals gelernt habe. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach machen. Das macht ungeheuer Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich nicht mit einem übertrieben teuren Gerät. Wie gesagt, liebe Freunde, lasst euch also deswegen nicht abschrecken. Probiert es einfach aus, wenn ihr Bock dazu habt. Vielleicht am besten einfach an einem alten PC oder einem PC, den ihr vielleicht einfach wegschmeißen wollt. Ne? Vielleicht kann man den ja noch zu etwas anderem umbauen, einer Workstation für eure Eltern oder sonst irgendwas, die ja meistens eh bloß Word oder bisschen was im Internet surfen müssen. Daran könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gut ausprobieren. Mit diesen Worten und dem leisen Brummen im Hintergrund möchte ich mich von euch verabschieden. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ja, liebe Freunde, ansonsten wünsche ich euch wie immer was. Euer Gunshot.